Ach, da haben wir ja endlich diesen... Der war ganz knapp, glaube ich. Hier gibt es auf jeden Fall schon wieder den nächsten Charakter. Das habe ich letztes Mal ja gar nicht gesehen, dass hier direkt der nächste wartet. Meta Knight ist nun auch am Start. Das ist der Boss, den man am allerwenigsten erwartet, weil der halt so random ist. Hier haben wir nämlich King K. Rool. Das letzte Mal, dass ich euch in der fremden Dimension begrüße. Kein Stress, wir haben es bald. Wir sind zurück bei der Nuzlocke. Hier wollten wir nämlich damals nicht hin. Da werden wir aber hingehen. Beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob ich hier nicht hin wollte oder ob es ein anderes Problem gab. Ich glaube, es gab ein anderes Problem. Von wegen, dass ich es einfach vergessen habe, weil ich zuerst noch woanders hin wollte. Wir haben ja wieder Charakter bekommen und bekommen und bekommen. Im letzten Part, glaube ich, unter anderem Meta Knight, wenn mich nicht alles täuscht. Auf jeden Fall haben wir den jetzt bisher noch nicht benutzt. Deshalb nehme ich ihn einfach mal. Warum nicht? Meta Knight ist eh ganz witzig. Kann ein bisschen fliegen, ein bisschen schlagen und halt solche Sachen machen. Ich nehme noch Ausdauer mit. Ist, glaube ich, nötig, oder? Ja, ist ein Ausdauer-Smash. Wir sind dran gegen den Villager plus den Roboter, den wir ja leider schon nicht mehr haben. Was sehr schade ist. Aber was soll man machen? Unter anderem hätte ich auch noch das Krokodil, das wir nehmen könnten. Das wäre jetzt interessant, diese Interaktion. Ich muss schauen, dass ich hier irgendwie... Oh Gott, Alter, musst du so dumme Items haben. Oh, das könnte... Ja, ich sehe schon einen gewissen Nervreiz. Rob-Bomb-Party. Das ist natürlich immer cool. Vor allem, wenn so viele bei mir spawnen natürlich. Alter, der Rob fuckt mich gerade so ab. Und dieser Villager auch. Basically fuckt mich gerade beide ab. Ich gehe zuerst aus dem Rob. Der ist eh schon bald tot. Ich hoffe einfach, dass die irgendwie sterben, wenn... Ja, der ist weg. Gut. Jetzt kann ich wenigstens mit dem Villager 1v1 kämpfen, wenn der mal kommen würde. Hä, okay, nee, auf das lasse ich mich nicht ein. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen verarsche. Boah, ist das nervig mit diesem Villager hier. Wieso fuckt mich eigentlich immer die Villager ab? Ich check's nicht. Das war gut. Natürlich hat er sein Ultra Smash. Hallo. Ja, man kennt's, ne? Man kennt's. Ultra Smash. Cool. Ich hab meinen immer noch nicht. Ja, komm. Bam, 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 bam. Bei 0,1 muss ich ihn eigentlich auch nicht mehr treffen, aber soll mir recht sein. Wieso gab's da jetzt keine feine Animation oder so? Das war ja mega lame, der Schluss. Auf jeden Fall war der Kampf sehr nervig und der Schluss war sehr lame. Was beides sehr schade ist. Aber gut. Hier geht's dann nämlich noch weiter. Ach, come on, Alter. Cool. Sein Ultra Smash kommt also doppelt. Das finde ich natürlich sehr fair. Nice. Danke für gar nichts an der Stelle. Kann so gut sein, dass wir Meta Knight jetzt verlieren, aber ich will halt da durchkommen. Ich will diesen Charakter haben, den es hier noch gibt. Nicht, weil er mega krass ist oder so. Doch, eigentlich ist es schon... Ja, okay, in Smash 4 war krass. Also, wir können festhalten, dass dieser Kampf sehr wahrscheinlich einfach nur fucking unfair wird. Na ja, genau, hat mich getroffen. Seems legit. Geht so halt irgendwie über ihn. Das heißt, er hat immer noch sein Ultra Smash. Ja, schon. Das ist halt so behindert, dass es über mir einfach trifft. Das ist so dumm. Und bin ich tot? Noch nicht mal. Krass. Okay, cool. Sonst noch mal. Leute, ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber es ist mir eigentlich ehrlich gesagt auch mega egal. Easy Legendary Fight, Alter. Hätte ich auch so gewonnen. Auf jeden Fall. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist, aber es ist mir echt wurscht. Ah ja, siehste. Hier ist noch Corrin. Ich glaube, es gibt hier sogar noch einen Fighter. Welchen genau, weiß ich jetzt aber gar nicht. Weil ich habe einmal im Augenwinkel noch einen Fighter gesehen. Ich weiß aber nicht, wie ich zu dem komme. Also da müsste ich wahrscheinlich auch wieder suchen. Werde ich nachher mal gucken. Wir wollen ja ein paar Fighter haben, oder? Wenn wir schon zu Dars gehen. Ja, keine Sorge, der kommt heute noch. Also kein Stress. Das sind nur die Preparations, damit wir ein paar Fighter haben. Nur die Preparaciones. Und tschüssi. Gut. Das war's mit Corrin, den Hammer. Oder sie, je nachdem, was für eine Geschlechtsumwandlung wir ihr unterziehen. Geht ja alles ganz gut. Passt. Das war das. Dementsprechend, es gibt hier wirklich noch einen Charakter, den ich nicht habe. Und wo der ist, ja, das werde ich jetzt sehen. Da bin ich wirklich gespannt. Tatsächlich, da wo Meta Knight war, müssen wir einfach nur... Was heißt einfach nur diesen Gegner hier besiegen?
Deshalb sage ich ja, nicht einfach nur, sondern wir müssen ihn besiegen. Der Ultra Smash lädt sich schneller auf, besitzt erhöhte Angriffskraft, stärkere Angriffe mit Nahkampfwaffen. Das wird spannend gegen einen Young Link. Ich bin gespannt, ob wir das überhaupt schaffen können. Danach gibt's aber wieder einen Charakter, den ich tatsächlich gerne hätte. Corrin war mir relativ egal und da habe ich auch den Legendary Fight gemacht. Und wenn ich jetzt den Gegner auch noch, den Fighter auch noch will, dann mache ich ihn natürlich. Oh, da kann ich natürlich nichts machen. Oh, hat er gut gekontert, aber bin ich gut ausgewichen. War ich im Safe Space, würde ich behaupten. Also gerade finde ich, ist es sehr ausgeglichen, das Match. Boah, Alter, der macht mich so fertig! Boah, war gerade noch klar. Boah, ich habe mich fast selbst umgebracht. Was? Er hat sich schon... Hä? Der nächste Legendary Geist, der sich einfach nur umbringt. Ich check nicht, was mit den CPUs heute los ist, aber beide Legendaries haben sich bis jetzt einfach umgebracht. Ja, ich konnte ja nicht wissen, dass es hier weitergeht und wir hier unseren guten Lucci bekommen. Das ist natürlich ein sehr guter Fighter, den ich gerne hätte. Ist zwar keiner meiner Mains, aber macht mega Spaß zu spielen. Dementsprechend nehmen wir ihn. Nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Bin ich gespannt, ob der was reißen kann. Das Einzige, was ich mit ihm wirklich kann, sind so Staubsaugergeschichten. Und halt die Up-B spamme ich gerne mal. Weil das mega witzig ist. Leute mit der Up-B zu kehren, also mit dem kritischen Up-B-Treffer. Das ist sowieso das Geilste. Ist er gar nicht schlecht ausgewichen, muss man ihn schon lassen. Nein, bitte nimm nicht das Curry. Aber in der Luft sollte ich ihn eigentlich halbwegs gut erwischen können. Oh, nein! Boah! Wenn das Misfire ordentlich getroffen hätte. Warum keine Animation? Naja. Lucci! Kommt eh relativ spät. Luigi kommt immer so spät in diesen Spielen. Obwohl er eigentlich locker der zweitbekannteste Charakter ist hier. Luigi kennt man doch locker mehr als gleich viel wie Mario, circa. Ah, wobei, Pikachu ist wahrscheinlich noch bekannter als Luigi. So, und raus hier dann. Ich könnte, glaube ich, locker noch was im Menü upgraden. Im Wissensbaum, sorry. Oh, 218 Punkte haben wir? Hä, hey, mega krass, dann kann ich ja locker hier was machen. Ja, komm, Luftangriff, ja, plus. Ich habe immer noch 88 Punkte. Das ist halt alles nicht so wichtig, ne? Das Timing für einen perfekten Schild, maybe. Das kostet sowieso viel. Was haben wir denn hier noch, was mir was bringen könnte? Das könnte ich theoretisch machen. Was ist das hier? Würfe. Hm, ja, warum nicht? Machen wir mal das hier. Und dann machen wir als nächstes die Würfe. Könnte ja alles ganz interessant werden mit dem ganzen Zeug, was wir hier haben. Wir gehen zurück zum Eingang. Hey, da ist noch ein Charakter. Achso, das war der mit dem Elektroboden. Okay. Dars will was. Und wen wir da jetzt nehmen, ist natürlich eine gute Frage. Ich glaube auf jeden Fall ein Schwertkämpfer. Sollen wir es mit Metanite einfach mal probieren? Schauen, ob es Metanite gebacken kriegt? Wäre auf jeden Fall nicht schlecht für Metanite. Und der ist auch, hat eine gute Recovery und alles. Komm, probieren wir es, oder? Probieren wir es. Let's go. Versuchen wir mit Metanite Dars zu besiegen. Das wird nochmal jetzt eine sehr schwierige Angelegenheit, denke ich. Aufgrund dessen, dass der auf jeden Fall schwieriger ist als Kyra, meiner Meinung nach. Wenn man mich fragt. Ich glaube, ich hatte auch wirklich ein paar mehr Probleme gegen ihn. Als gegen Kyra. Und wenn er jetzt schon hier ist... Ach, das war das, ne? Da kann ich auf jeden Fall... Das Auge ist immer wichtig. Ihr müsst immer Auge machen. Okay, da muss ich noch schauen, wie ich das am besten mache gegen ihn. Ich weiß gerade nicht, was er da macht. Kann ich aber alles shielden. Okay. Das ist ein Angriff, den ich shielden kann. Ich glaube, ich mache einfach hier so ein paar Neutral Airs. Jetzt gehe ich mal weg. Ach, tatsächlich ist Dars einer, der macht nicht wie Kyra die horizontalen und vertikalen Sachen. Er hat mich tatsächlich erwischt mit seinem Scheiß da. Sondern Dars macht einfach nur... Ah, fuck. Da hat er mich leicht erwischt. Er macht diagonale Bomben, wie ihr schon seht. Okay, das ist geil. Tatsächlich habe ich ihn jetzt schon in den etwas kritischeren Bereich gebracht. Aber da hat er mich auch im privaten Durchspielen hart fertig gemacht.
Das müsste ich eigentlich shielden. Und, ah ja, stimmt, die Bomben waren ja da mega krass. Was hat der eigentlich für ein Ding abgeschossen gerade? Das war ja voll heftig. Die Mucke macht auch einen guten Job, ehrlich gesagt. Ui, er macht das zweimal. Das sollte man immer bedenken. Was passiert jetzt? Oh, nichts Gutes. Aber er macht das zum Glück nur zweimal. Die stärkste Attacke, die ich halt habe, ist die Neutral Air. Aber ich weiß halt absolut nicht. Boah, ich muss aufpassen vor den Fake-Kämpfern. Nee, 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 geht alle weg. Boah, die haben schon eine ordentliche Range. Das muss man ihnen lassen. Und das Ding ist so mega lang. Ja. Alter, willst du dich nicht nochmal hinlegen? Jawohl! Das wird aber nicht reichen. Hundertprozentig nicht, Alter. Da brauchen wir halt noch so... Boah, das war gerade so mega knapp. Das kann man shielden? Hä, voll krass. Hätte ich nicht erwartet. Wir haben das Beste draus gemacht. Wir haben eine Neutral herausbekommen. Und jetzt brauchen wir noch circa zwei oder so. Oh mein Gott. Oh, wir haben's. Hä, da ist ein First Try. Kyra im First Try. Was ist los mit mir? Ist ja mega krass. Aber mein Main verliere ich gegen den Junior Geist. Das ist immer noch so ein Meme. Aber ist schon not bad. Hammer schon. Ja, ja. Nicht schlecht. Wir haben das besiegt. Jetzt kommt eine Cutscene, oder? Nee, nicht mal. Noch nicht. Wird wahrscheinlich jetzt kommen. Denke ich mal. Ich weiß gar nicht mehr, was jetzt passiert. Also die erste Cutscene kannte ich noch, aber was passiert denn jetzt genau? Ja, der ist ja jetzt RIP, oder? Nee, da kam noch was, oder? Ich bin gerade so ratlos, weil ich nicht mehr genau weiß, was da passiert ist. Ui. Okay, irgendwie ging das Licht hinein. Interesting. Sollen wir da einfach mal reingehen? Ich bin drin. Alles klar. Ach, nee. Kam das jetzt schon? Nee, oder? Wartet mal kurz. Kam das jetzt schon oder kam das nicht, was ich erwartet habe? Nee, okay, jetzt kommt die Cutscene. Alles klar. Die bekämpfen sich da so ein bisschen. Wo ich natürlich absolut nicht weiß, was eigentlich jetzt so passiert. Beide sind jetzt nämlich ein bisschen geschwächt wieder. Und dementsprechend können die sich aufrechterhalten. Wow. Sowohl Kyra als auch Das haben gegen uns aber irgendwie so ein kleines Problem. Die denken sich so, was wollt ihr? Leute, verpisst euch. Und dementsprechend sind wir jetzt in der letzten Ebene bzw. Welt von Super Smash Bros. Ultimate angekommen. Ihr seht, hier haben wir noch einen kleinen Bereich. Hier gibt es noch zwei Charakter in dem Fall. Interesting. Die anderen habe ich wohl nicht bekommen. Ist halt so. Wir haben eh schon relativ viele. Und die wichtigsten auch. Ist mir auch alles wurscht. Jetzt geht es darum, eine Seite stärker werden zu lassen als die andere, soweit ich weiß. Also sobald wir eine gewisse Anzahl an Kämpfern besiegt haben aus einem Gebiet, ihr seht, aus einem Genre, ihr seht ja, ein paar sind rot, ein paar sind, rot. Ein paar Geister sind dunkel, ein paar sind hell. Wenn wir genug dunkle Geister besiegen, dann wird Kyra stärker, weil Das geschwächt wird. Wenn wir genug helle Geister besiegen, dann wird Kyra schwächer. Weil, und Das macht Action. Und tschüss. Bester Ass-Geist-Kampf, den ich jemals hatte, mit 0,0% überlebt. Midna somit geholt. Yay. Das ist durchaus, wie gesagt, der letzte Bereich jetzt. Und dann kommt auch wirklich das endgültige Finale. Ich werde jetzt erstmal nur schauen, dass ich irgendwie zu den Charaktern da hochkomme. Weil das interessiert mich jetzt gerade am meisten. Dementsprechend gehe ich jetzt auch diese Wege, dass ich die Charakter bekomme. Ich meine, ich kann nichts dafür, dass ich jetzt Das so weggeklatscht habe. Wie gesagt, was soll ich machen? Mit so einem Repertoire an Kämpfern können wir vor allem relativ gut, denke ich, hier weitermachen. Und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es so war wie bei Tabu oder sowas. Dann schlussendlich bei diesem Final Boss Kampf, ob man da mehrere Kämpfer benutzen durfte oder nicht. Kann ich dich nicht irgendwie rauskicken? Yay, tschüss. Der wurde ja zu Metall. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Also mitbekommen so halb, aber ich habe es nicht gelesen.
dass er zu Metall wird nach einer Zeit. Deshalb ist es mir egal. Egal. Wenn wir nämlich mehrere Kämpfer für diesen letzten Fight benutzen dürfen, wird es schwierig. Ach, seht ihr? Und schon wird das Licht stärker. Du hast Geister der Finsternis befreit, die Macht des Lichts wird stärker. Und ich glaube, es ist beides ein Problem. Gegner reflektiert Geschosse. Ist okay. Immerhin haben wir ja keine Geschosse. Zumindest nicht mit Meta Knight. Was ich mir auch noch denke, es gibt ja am Schluss diese Möglichkeit für die alternativen Enden, wo man entweder Das oder Kyra besiegt. Okay. Aua. Da besiegt man halt einen von beiden und dann übernimmt der andere so gesehen die Macht über alles, weil der andere zu schwach ist, um ihm noch gegenzuhalten und alle sterben. Und deshalb denke ich mir, das werde ich nicht machen. Also wir gehen einfach nur auf das richtige Ende zu und scheißen auf die alternativen Enden, weil die alternativen Enden sind tatsächlich nur dafür da. Kannst du das jetzt endlich aufnehmen? Sind tatsächlich nur dafür da. Der reflektiert ja Geschosse, ne? Die alternativen Enden sind nur dafür da, dass wir Charakter verlieren. Was anderes hat das... Anderen Sinn sehe ich dahinter nicht. Weil bringt uns ja nichts. Deshalb spielen wir das Spiel ja nicht durch. Tschüss. Dementsprechend werden wir einfach nur den Final-Kampf dann am Schluss angehen. Und ja, mehr nicht. Wie gesagt, sonst wird es echt zu krass. Beziehungsweise zu riskant. Ja, wir haben genug Charakter, ich weiß. So, wie komme ich jetzt zu diesem... Kämpfer da? Warte, das sind... Ach, da sind sogar beide so circa halb dabei. Über... Ja, okay, aber über diese Straße komme ich sogar zu beiden. Da ist... Das ist jetzt zum Beispiel so ein Lichtgeist. Ein Geist des Lichts. Geht es auch so aus Smash? Nee. Ah, Superrüstung. Gut, dann ist es mir egal. Wobei Superrüstung ist besser in der Ausdauer, weil sonst sind sie schwieriger zu killen. Aber naja. Ist halt so witzig. Wie die einfach null Knockback bekommen. Halt, irgendwann bekommen sie dann den Knockback. Tschüss. Und wenn der Gegner halt langsam genug ist, dann können sie eh nichts machen. Nase juckt. Yikes. Kommen wir jetzt schon zu diesem einen Kämpfer? Oder nicht? Nee, noch nicht ganz. Dafür müssen wir noch Shanoa besiegen. Ja, sie wollen es mit den Astgeistern, ne? Kommt aus Castlevania. Hm. Sturmwarnung. Und der gegnerische Ultra Smash ist mal wieder bereit. Mensch, was für eine Überraschung. Hey, Meta Knight macht heute aber echt einen guten Job, muss ich sagen. Also der macht Bock und auch einen guten Job. Kann man nicht anders sagen. Gefällt mir. Worauf ich vorhin eigentlich hinaus wollte, bezüglich ob man jetzt beim Final Boss mehrere Charakter benutzen darf. Was ich mir gut auch vorstellen darf. Da wird es dann spannend, wenn wir dann nämlich einmal verlieren. Angenommen, man kann 5 Charakter nehmen. Und wir verlieren einmal komplett mit denen. Dann sind natürlich 5 Charakter weg. Das ist natürlich schon problematisch. Tschüss, Bayonetta. Das ist dann schon... Ja, wie soll ich sagen? Spannend. Sehr spannend sogar. Aber ich meine, da können wir ja nichts mehr dagegen tun, oder? Ist halt so. Aber deshalb wird das ja ebenso spannend. Dunkle Samus. Ja, siehste, haben wir wenigstens noch einen Samus-Ersatz. Cool. Freue ich mich drauf. Ach, die Crazy Hand müssen wir da safe auch wieder besiegen, oder? Ich glaube schon. Dunkle Samus kommt wirklich spät. Dafür haben wir ja Samus schon früh bekommen. Dementsprechend rege ich mich da nicht auf. Vielleicht bringt die sich ja auch wieder selber um, so wie circa 90% aller Fighter momentan. Ja gut, ihre Rescue ist zu gut, als dass ich sie da wirklich unter Druck setzen kann. Nope. Also ich muss sagen, Meta Knight bockt schon. Muss man halt nur schauen, dass man sich nicht umbringt damit, ne? Das ist schon schwierig. Ah? Ah? Ich finde die Neutral Air von ihm auch mega stark. Das ist, ich meine, sie ist ja auch stark. Oh, das war gut. Das war klar, dass der gleich schießt. Weiß nicht, irgendwie habe ich immer so ein Gespür dafür. Wenn die nicht so direkt, also wenn sie nicht aufladen, sondern direkt schießen. Ja, sollt ihr wissen, dass ich eine bessere Rescue habe und auch noch öfter springen kann. Dementsprechend bringt das gar nicht viel. Dementsprechend hätte ich gerne, dass da jetzt mal jemand drauf geht. Direkt mal wieder. Oh, da wollte sie den Sprung predikten. Aber da hat sie sich mit ihrer eigenen Banane eigentlich outplayed. Reicht das? Das reicht. Weil ich glaube, der Ultra Smash hätte mich jetzt gekillt.
Die dunkle Samus kämpft nun mit. Ja, siehst du, sehr schön. Sehr schön, dass die jetzt mitkämpft. Ich weiß nicht, wie viel ich rauscutten musste, weil ich vorhin halt was nachgeschaut habe. Deshalb, ja. Noch mehr Licht. Ich glaube, Crazy und Meisterhand musste man auch nochmal besiegen. Aber das machen wir alles im nächsten Part. Beziehungsweise so halb, weil das cutte ich ja eh hauptsächlich raus. Wir sehen uns das nächste Mal wieder bei der Super Smash Bros. Ultimate Nuzlocke. Ich hoffe, ihr schaltet dann wieder ein. Bis zum nächsten Mal. Habt noch einen schönen Tag und ciao.